Kati Lev, wie ist dein Dragname entstanden? Mein Dragname war so eine Sekundenentscheidung. Ich mochte Katy Perry, dachte so, Katy ist cool. Und Van war so ein Trendwort, was ich halt selber eine Zeit lang sehr oft gesagt habe. Also war Katy Van. Schnell und kurz. Wie war der Dreh in Los Angeles und wie war Heidis Umgang mit euch? Der Dreh in Los Angeles war amazing. Also ich war vorher schon Heidi-Fan und muss sagen, ich bin umso größerer Heidi-Fan jetzt. Es war amazing, es hat super viel Spaß gemacht, es sind so viele Eindrücke und das müssen wir alles erstmal jetzt ein bisschen verarbeiten in nächster Zeit, aber ich glaube, wir haben echt eine tolle Show zusammen gedreht alle und das wird maximal gut. Wie ist es im Jahr 2019 wirklich um Homophobie gestellt? Wir haben 2019 und Homophobie ist immer noch wirklich ein großes Thema. Also man ist quasi nirgendwo richtig sicher. Gerade in Drag, wenn man in Drag unterwegs ist, ist es halt auch wirklich ein großes Problem immer noch. Und wir brauchen immer noch viel, viel mehr Aufklärung auf dieser Welt. Viel, viel mehr. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Queen of Drag Show ein bisschen mehr Aufklärung den Menschen näher bringen können. Deine Meinung über die Petition? Zählt auch Augenrollen nur. meine Meinung zur Petition, also völlig unnötig. Die zwei Personen, die die Petition gemacht haben, wollten einmal im Leben wieder wichtig sein und mehr ist es nicht. Heiße Luft. Hat man es als türkische Drag doppelt schwer? Ich finde es schwierig, das so zu sagen, dass man es als türkische Drag doppelt schwer hat. Aber es ist natürlich schon vom Background gesehen halt schwieriger, weil die Familien da teilweise halt schwieriger sind. Und für mich ist es halt super schwer. Aber ich würde es jetzt halt nicht nur auf komplett darauf beschieben, dass ich Türke bin, sondern halt allgemein das mit der Familie ist halt eher so ein großes Problem. Und es kann halt natürlich auch jemand passieren, der deutsch ist oder Franzose oder was auch immer. Und es ist halt schwieriger zu sagen, würde es eher dann so ein bisschen sagen, Queens mit dem muslimischen Glauben ist vielleicht etwas schwieriger. Allgemein. Schlussfrage, deine Message als Drag. Meine Message in Drag, also als Drag, ist eigentlich, du kannst alle deine Träume erreichen, wenn du hart genug dafür arbeitest. Bam. Bam.